der Suche nach einer Software, mit der ich die 3D-Modelle auf dem Android darstellen kann, bin ich auf Kiwi gestoßen. Kiwi, das ist eine Python-Bibliothek, die den Anspruch hat, dass sie eben plattformunabhängig funktioniert. Und wenn ich hier was entwickle, dann läuft das auf meinem PC und Ubuntu, es läuft unter Microsoft sowieso und eben dann auch auf Android. Und ich habe festgestellt, dass es eine Sprache ist, die sehr einfach ist, mit der man sehr schnell Anwendungen erstellen kann, und wollte hier mal so eine kleine Vorführung geben. Also, erstmal, wenn man auf die Webseite drauf sieht, Kiwi.org, dann sieht man unten ein Beispiel, das dann einfach so aussieht. Ich erzeuge eine Anwendung und sage, da drin soll ein Button sein mit einem Text, und dann erscheint es in dieser Form, wie das hier dargestellt. Mein einfachstes Beispiel sieht jetzt so aus. Ich habe zwei Dateien, eigentlich das Programm, das startet, und es gibt eine Sprache KV, mit der kann man die Oberfläche sehr schön beschreiben. Und was mache ich? Ich starte das Ganze jetzt mal jetzt hier auf meinem Rechner, indem ich einfach hier ein Fenster aufmache und in diesem Fenster das Hauptprogramm aufrufe. So, das schieben wir beiseite. Hier sehen wir also, was das Programm macht. Das heißt, wir haben hier einfach einen Text, der sich auch formatieren lässt. Und hier unten, das ist ein Button. Wie sieht der Quellcode dazu aus? Die Struktur von diesem Layout finden wir hier. So, nochmal das Bild dazu. Haben wir jetzt beides da. Also, wir haben ein Box-Layout. Das heißt, die einzelnen Widgets sind jetzt angeordnet, und zwar sind die untereinander vertikal. Wir haben als erstes ein Label, das ist jetzt hier oben, wo das Wort das steht. Das ist jetzt in der Größe 60 geschrieben und mit der Farbe gelb. Dann kann ich hier eben auch kursiv schreiben, erste, kann fett schreiben und hinten das letzte Wort auch wieder in einer anderen Sprache groß. Und ich habe unten drunter einen Button, und dieser Button ist auch wieder formatiert geschrieben, und hier schreibe ich ganz einfach rein, wenn ich die Maus gedrückt und wieder losgelassen habe, dann soll die Applikation Hallo sagen und übergibt ihr einen Parameter. Ja. Und dann probieren wir das dann einfach mal aus. Ich ziehe dazu mein Ausgabefenster nochmal rüber, dass man also auch das hier sieht. Say Hello. Was macht es? Es ändert hier den Button. Und hier unten in der Konsole haben wir auch noch eine Ausgabe. Dazu schauen wir uns das Programm wieder an. Also jetzt Main, das ist das Hauptprogramm. Und hier ist die Funktionslogik drin. Die grafische Oberfläche, die wird eingebunden einfach mit diesem Befehl. Wenn ich hier sage, ich habe eine Klasse, die heißt Simple, muss es eine Datei SimpleKV geben. Und die macht alles. Und die Anwendung, die zeigt uns, wie funktioniert die Methode SayHello. Die Methode SayHello haben wir hier gebunden, SayHello mit einem Parameter Fred, und so sieht die dann aus. Die bekommt hier, das ist der Button wieder, und hier in dieser Variablen steht dann der Fade drin, und was macht die? Die printet es einmal aus auf die Konsole, das steht hier unten. Und das zweite, was sie macht, ist, sie setzt den Text von diesem Button, den wir hier haben, auf eben Say Hello und dann rot geschrieben again. Soweit jetzt mal die erste Anwendung. Und das ging alles ganz schnell. Und gestern habe ich dann gedacht, jetzt probierst du mal aus, inwieweit und wie schnell man jetzt auch eine komplexere Anwendung erstellen kann. Und die komplexere Anwendung, die sieht jetzt so aus, dass ich gesagt habe, für die Schule braucht man immer so einen Schulaufgabenverwaltungsplan, dass also jeder Lehrer weiß, wann wird in welcher Klasse eine Schulaufgabe geschrieben, damit man dann ja am gleichen Tag vielleicht noch eine Ex nachschiebt oder so, oder dass man ein bisschen seine Zeit einteilen kann. Und ideal ist es natürlich, wenn ich diese ganze Verwaltung nicht am Rechner machen muss, sondern wenn ich die über mein Handy, über mein Tablet machen kann, und da wäre es ganz nett, wenn man da eine App dazu hätte, die das macht, und die Oberfläche dazu sieht jetzt einfach mal so aus. Sind wieder zwei Dateien,
Das ist das Hauptprogramm und das wird jetzt genauso wieder gestartet, einfach jetzt in einem anderen Fenster. So, und hier haben wir jetzt die Anwendung und bei der Anwendung habe ich also erstmal eine Übersicht, wo alle Schulaufgaben, die jetzt schon mal eingetragen sind, hier drin stehen. Das sind natürlich Testdaten und ich kann jetzt hier einfach einen neuen Termin einlegen, indem ich einfach suche, welche Klasse möchte ich. Ich möchte die 6a haben, ich möchte das im Fach Mathe. Ich bin der Herr Neugscheid und dann suche ich OK, neuer Termin. Ich schreibe die Schulaufgabe jetzt im Oktober. Ich schreibe die nächstes Jahr erstmal. Und hier habe ich dann also auch die Möglichkeit, wenn ich viele Daten habe, dort zu scrollen am 11. Und schwupp. Und jetzt ist die also aufgelistet. Okay, jetzt habe ich automatisch hier Filter gesetzt. Das heißt, momentan sehe ich eben die Klasse 6a. Wenn ich jetzt den Filter rausnehme, dann, wenn ich alle Filter rausnehme, dann sehe ich alle Schulaufgaben. Und jetzt kann ich sagen, mich interessiert es einfach mal nur, welche Schulaufgaben hat denn der Lehrer Schulze. Also gehe ich hier drauf und sage, Schulze möchte ich haben. Übersicht, dann ist nur noch der Schulze da und dann möchte ich mal wissen, nur die Klasse 5a und dann haben wir das da und ich kann diese Filter natürlich dann noch erweitern. Ich möchte dann auch noch den Lehrer Neugescheid auch haben. Und die Klasse 6a. Und dann haben wir jetzt diese Kombination. Das heißt, ich kann diese Attribute jetzt alle bündeln und kann mir da Filter setzen. Das sind ja nur Testdaten. Wenn hier mal 100 Aufgaben drin sind, muss man das ja auch können. Und ich könnte natürlich dann auch hergehen und könnte sagen, das ist jetzt nicht so ganz gut. Wir müssen das am 12. machen. Und dann ist das auf den 12. umgestellt. Man wird sich jetzt fragen, wie groß ist denn der Aufwand, um sowas herzustellen? Ich habe das erstmal ausprobiert und diese Schulaufgabenterminverwaltung, so wie sie momentan hier steht, mit all den Filtern, die es da gibt, ist so ein Aufwand von ungefähr einem Tag. Schauen wir uns das mal an. Das ist einmal die Oberflächenbeschreibung. Das ist also jetzt eine Datei, die natürlich etwas größer ist. Da sind hier teilweise auch Testdaten drin, die dann später aus einer Konfigurationsdatei geladen werden. Also das verkürzt sich, aber ich muss das ja einmal eingeben. Da sind wir also hier bei 260 Zeilen. Und das eigentliche Hauptprogramm, das ist jetzt auch so, das umfasst natürlich jetzt auch wesentlich mehr Funktionen. Und jetzt diese Größe kann man auch einiges noch vereinfachen, irgendwelche Debug-Anweisungen rausmachen. Sind wir bei 400 Zeilen, also bereinigt sind es dann 300 Zeilen. Das heißt, ich bin jetzt so in Größenordnung unter 1000 Zeilen für dieses Programm. Ein Tag schnelle Entwicklung, 1000 Zeilen. Und da ist es fertig. Was noch fehlt, ist das Backend, die Kommunikation mit dem Server. Aber da kann man ja wieder bestehende Bibliotheken benutzen.